Jetzt muss ich die irgendwie so Plattform irgendwie so verschieben, damit ich. Damit sie irgendwo runterfliegt. Ich glaube so. So. Dann den gleichen Weg zurück, sobald ich die Rubin habe. Es ist so mühsam, dass alles immer so rutschig ist, ey. Okay, ach. Ah, wenn jetzt. Ah, Mist, wenn ich jetzt den weiterschiebe, dann. Ja, ist nicht ganz aufgegangen. Also, wenn ich gedacht habe. Ah, Mist. Die von Anfang an anders müssen. Gut, schieben wir schnell. Schieben wir noch schnell ins Loch runter. Wieder eine neue. Okay. Also, ich muss jetzt das machen. Gut. Den kann ich ja direkt holen, wo wir gerade sind. Gut. Da überschieben, was passiert denn? Das geht auch. Da kann ich wahrscheinlich noch wieder. Muss ich noch wahrscheinlich noch nochmal abrühren. Eigentlich ist das ein recht simples Hin- und Herschieberätsel, wenn man denkt. Ist überhaupt nicht kompliziert. Vor allem kannst, passiert gar nichts, wenn. Ups, das war ein bisschen gefroren gewesen. Vor allem passiert gar nichts, wenn eben die Plattform durchs Loch runter geht. Hat überhaupt keine Konsequenz. Go, go, go! Nice! Und jetzt kann ich aber nicht ziehen, oder? Nee, aber... Abschieben! Plumps! Und der nächste. Und jetzt nehme ich nämlich euch mal so, dann. Nein, nicht rauf, sondern so. Und dann nach oben. Nach links. Und der letzte. Was zeigt er da? Grün? Was ist da grün? Also er, sie natürlich. Und offen ist's. Da ist da ein Vogelscheuche. Who knows? Den Rubin. So. Bin ich, oder? Das ist irgendetwas, wo ich nicht checke, was das ist. Also. Wahrscheinlich sehe ich es einfach nicht von dieser Perspektive. Also da oben ist effektiv nichts. Wie soll ich jetzt den tragen? Gott. Okay, das ist auch nicht. Suchen wir noch ein Liter der Zeit. Ob da irgendwie so ein Block in teleportiert wird. Tatsächlich. Irgendwie hätte ich das jetzt nicht erwartet. Aber umso besser. Nehmen wir doch gerade wieder 60 Rubine. Jetzt muss ich schauen, dass ich nicht zu viel habe. Alright. Jetzt müsste ich
Ist es richtig im Kopf? Müsste ich jetzt eigentlich nur noch zurückschieben. Und rechts. Let's see. Nein, falsch. Ja, vielleicht kommt es so gleich rauf. Nein. Nein, nein. Das geht nicht. Ach, ich hasse es. Der geht zu weit. Gut. Aber damit. Jetzt bin ich in der Sackgasse. Ich muss es anders machen. Also, längt das? Nein, das ist das Gleiche. Also sogar noch zu weit links. Also, jetzt so. Jetzt so. Nein. Ich glaube, es stimmt schon wieder nicht. Jetzt kommen wir wieder genau das Gleiche zum gleichen Problem. Von wegen einfaches Rätsel. Scheiße. Nein, macht keinen Sinn. Also, ich muss es jetzt schnell anschauen. Was ist die beste Position, um nachher können weiterfahren? Ist es die da? Ja, also hier muss er eigentlich drauf schießen. Da. Und das erreiche ich am einfachsten so. Ah ja. Oder? Nein, da kommt er viel zu weit. Ja, ich kann es selber runtergehen. No, no, no. Also, so komme ich recht weit. Komme ich so über. Und so, nein. Doch, so. So geht. Nicht das, was ich eigentlich geplant hatte, aber das geht auch. Oder geht ganz so gut. Yes. Jetzt ist es aber noch besser. Yay! Rauf, hinauf. Und weiter geht's. Schön. Und nochmal so eine. Ah, das war schneller gewesen. Yes. Schauen wir mal, ob ich da alle drei verrutsche. Ha! Jetzt habe ich da auf ein Fehler gehofft, aber das war nichts. Ja gut, dann halt nicht. Pause, wenn ich jetzt auch nicht drücke. Baba! Attack! Komm, Attack! Kannst du mal angreifen? Ah, okay, vielleicht nicht. Griff! Ah, oh, los, hopp! Was, das ist jetzt alles gewesen? Ein Doppelschlag? okay, von mir aus.
Soll mir recht sein. Hm. Ah, stimmt, das ist ja das. Genau. Genau. Hier haben wir diese Stiefel. Was ist denn das? Sei gegrüßt, Link. Wenn du hierher kommst, um die Zoras zu retten, hast du den ersten Schritt getan. Doch mehr findest du ja nicht. Mit einer Ausnahme sind alle Zoras unter einer dicken Eisschicht gefangen. Ich konnte nur ihre Prinzessin retten, aber sie lief in Richtung des Wassertempels davon. Dieses Eis wurde von einer bösen Macht erschaffen. Das Ungeheuer im Wassertempel ist der Urheber dieses Unheils. Du musst das Üble beseitigen, sonst wird dieses Eis nie mehr schmelzen. Ja, das werden wir natürlich nicht, hä? Hast du Mut, den Gefahren im Tempel zu trotzen, die Zoras zu retten, dann erlerne nun die Melodie, die dich zum Tempel führt. Zeit entschwindet, Menschen scheiden, in ewig wie des Wassers Fluss. Zu königlichem Streben reift des Kindes Mut, junger Liebe Knospen erblühen groß und stark, des Wassers Kraft allein dich schafft. Hi, richtig poetisch, hey. Lausche der Serenade des Wassers und trage sie in deinem Herzen. Ja, das ist aber ein cooles Gedicht gewesen. Eins von denen, was sich nicht reimt, aber trotzdem mega cool ist. Okay. Ui, voll verdrückt. So im Rhythmus. Das ist es. Die Serenade des Wassers. Link, wir werden uns wiedersehen. Und weg ist er. Ja, ist halt der Geschwinde. Ja, keine Chance. Jetzt kommt er zurück, aber jetzt können wir noch schnell meine neue Stiefel ausprobieren. Das ist nämlich recht lustig. Mir fehlt jetzt so noch das entsprechende Jäckchen dafür. Ah, das haben wir jetzt auch gar nicht angezeigt. Von wegen, ich kann nur so und so lang unter Wasser auskommen, ohne zu schnaufen. Jetzt bin ich am Anfang wieder. Okay, das ist cool, das habe ich alle. Ja du, ich hätte gedacht, da kann man, das ist nicht der offizielle Weg, sondern ich muss dann wieder durch die normale Tür zurück, aber offenbar ist das jetzt die Abkürzung gewesen. Gut, ist mir auch recht. Dann habe ich das. Habe ich... Ja, ich habe noch eins für... Weißt du, ich hole noch mal ein zweites. Ich bin zwar nicht mehr ganz sicher, was es alles noch... aufzumachen geht, aber es würde mir dann anschiessen, wenn ich nochmal zurück muss. Ich weiss, der König Zora muss ich auf jeden Fall vom Eis befreien. Und mir ist das irgendetwas anderes auch noch. Ja, muss befreit werden, aber ich bin nicht mehr ganz sicher, was. Ist das der... Oh, sorry. Ist das doch der Eingang? Hä? Ja, voll. Voll falsch. Hey, ja genau, ich muss jetzt zum Dings zurück. Hopp, hopp. Zum Rotorblatt, oder wie man das will sagen. Und da hinten ist die andere Quelle. Schau, dass man nicht von der Fledermaus erwischt wird. Gib ihm's.
Ha! Schneller gewesen. Dann gehen wir doch mal weiter. Okay. Oh, nein, nein, nein. So. Und der Ausgang ist im Süden wahrscheinlich gewesen. Oder? Sehen wir den gerade. Yep. Alright. Okay, jetzt das Dings da. Lass ich jetzt einfach mal sein, da muss ich jetzt keine Feuer verschwenden. Dann... Was gibt's noch hier noch direkt zu machen? Ah ja, genau! Ist nicht die beste Idee, weil ich jetzt eben das Zora-Gewändchen noch nicht habe und noch nicht schnaufen unter Wasser. Aber... Ganz okay, ganz machbar. Wo ist... Da hinten ist die Fee. Die hast du noch abchecken, ob ich da rein kann. Aber... Warte jetzt mal, ist es das oder das andere gewesen? Ist gerade das gewesen. Tauchen wir mal ab. Ja. Nee. Nee, das ist ein Rubin. Wobei... Doch! Aber doch. Genau, das habe ich gemeint. Es schafft. Ja, ich könnte wirklich auch schnell zu der Fee gehen. Gerade der Bibi. Gut, Schwarzer Stein. Aber die Schwarzer Stein kann ich gar nicht aufmachen, oder? Zuerst muss ich mal das Schildkrötel kaputt machen. Sag ich dir eigentlich Schildkrötel? Das ist eigentlich eher eine Art vierbeinige Spinnen oder so. Keine Ahnung. Aber irgendwie haben sie ein bisschen Schildkrötel. Ich befürchte jetzt einfach, dass das Ding gar nicht kaum. Ups. Nein, es ist ein Schwarz. Das kann, hey, kann ich den nur mit der Riesenhandschuhe einpacken? Umrühren. Nicht mehr, weiß ich gar nicht mehr. Ja, nu! Hör mal, das kann ich die Zora befreien. Ja, was du erzählst? Jetzt denn? Diese Eisenstiefel sehen furchtbar schwer aus. Wenn du sie trägst, kannst du vielleicht am Grund des Sees herumlaufen. Ja, ja. Weiß ich schon. Oh. Stan. Monsieur Vogelschach. Tatsächlich. Aber da komme ich nicht rauf. Doch? Da oben bin ich noch nie gewesen. Nützt mir zwar, glaube ich, jetzt auf den ersten Blick auch nicht allzu viel, aber okay, lustig. Das geht. Okay. Das ist so komisch. Was kann man denn da oben machen?
schwimmen. Ah, schön. Hey, ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, was das bringt. Vielleicht wisst ihr es ja. Na gut, gehen wir zu Charaktoren.